Und von den USA nach Russland, nun 2 Wochen ja vor der Präsidentschaftswahl. Dort wird heute die große Propagandashow in Moskau erwartet. Wladimir Putin, der hält nämlich um 10 Uhr unserer Zeit seine Rede zur Lage der Nationen. Im Mittelpunkt dürften dabei insbesondere auch seine Ambitionen für eine weitere 6-jährige Amtszeit stehen. Der Kreml hat im Vorfeld schon mitgeteilt, dass der 71-Jährige seine Ansprache sehr persönlich halten will. Erwartet wird aber auch, dass Putin sich zum Angriffskrieg auf die Ukraine und seine weiteren außenpolitischen Ziele äußert. So wird eine weitere Invasion Russlands in Europa befürchtet. In der Republik Moldau haben nämlich prorussische Kräfte im abtrünnigen Transnistrien Moskau um, wie es hieß, Schutz gebeten. Und daher wird befürchtet, dass Putin seine Truppen auch dort einmarschieren lässt. Mehr von Matthias Heinrich. Wladimir Wladimirovich Putin. Protz, Pomp und Glanz. Normalerweise redet Putin im Kreml mit großer Kulisse zur Nation. Diesmal allerdings eine Nummer kleiner aus einem nahegelegenen Kongresszentrum. Es geht um seine Wiederwahl. Da kommt es ganz recht, dass Russland auf dem Schlachtfeld derzeit besser dasteht als vor einem Jahr. Mit Spannung wird erwartet, wie der Kreml-Diktator auf die Bitten von Separatisten in Transnistrien um Schutz reagieren wird. Ein Viertel der dort lebenden Menschen sind Russen. Putin hat dort 1000 Soldaten stationiert. Das Muster ähnelt dem in der Ostukraine. Strategisch wäre es von dort aus einfach, die Hafenstadt Odessa anzugreifen. Die USA sind alarmiert. Wir beobachten das sehr genau. Ich möchte nicht hypothetisch darüber sprechen, was die Zukunft bringen könnte. Aber offensichtlich haben wir gesehen, wie Russland in der Region eine Reihe unglaublich rücksichtsloser und destabilisierender Handlungen begangen hat. Mehr Engagement und mehr Waffen für die Ukraine diskutieren Europa und die USA. Bezahlen soll das Russland. Die USA wollen das beschlagnahmte russische Vermögen dafür einsetzen. Europa hat da rechtliche Bedenken, allerdings nicht bei den Zinserträgen der beschlagnahmten Gelder. Es ist Zeit, darüber zu reden, die unerwarteten Gewinne aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zu nutzen, um gemeinsam militärische Ausrüstung für die Ukraine zu kaufen. Die von Emmanuel Macron ausgelöste Debatte über europäische Soldaten in der Ukraine wirkt nach. Der Kanzler äußerte sich gestern noch einmal dazu. Die NATO ist und wird keine Kriegspartei. Dabei bleibt es. Wir wollen nicht, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO wird. Darüber sind wir uns mit allen unseren Verbündeten einig. Das bedeutet auch keine deutsche Kriegsbeteiligung. Um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Das gilt, darauf können sich unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen. Und darauf können Sie sich verlassen. Putins Rede wird heute sehr genau analysiert werden. Aber an eine wirkliche Veränderung, gar eine Umkehr in seinem Kriegskurs, glaubt derzeit ernsthaft niemand. Und damit nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Guten Morgen, Christoph. Also die prorussischen Separatisten in Transnistrien haben Russland nun also um Schutz gegenüber der Republik Moldau gebeten. Wie schätzt du die Situation ein? Könnte Putin tatsächlich dort militärisch aktiv werden? Im Augenblick nicht. Also ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass natürlich der Kreml überhaupt nichts dagegen hätte, sich auch Transnistrien einzuverleiben. Dort sind ja pro-russische Separatisten an der Macht, de facto seit 1990. Dieser kleine Landstrich ist nur wenig größer als das Saarland. Wenn man da von Süden nach Norden geht, sind das 200 Kilometer. Und an den dünnsten Stellen ist dieser Landstrich vielleicht 2-3 Kilometer breit. Also tatsächlich eine Insel zwischen der Ukraine und Moldau. Transnistrien gehört ja offiziell zu Moldau, ist eine abtrünnige pro-russische Teilrepublik, wenn du so willst. Aber der Kreml hat im Augenblick überhaupt keine Möglichkeit, hier militärisch vorzugehen, ohne heftigste und größte Verluste zu riskieren. Denn in Transnistrien halten die Russen circa 1.500, vielleicht 2.000 Mann vor. Das sind sogenannte Friedenstruppen. Dazu kommen noch die transnistrischen Soldatentruppen, die aber äußerst fragwürdig ausgerüstet sind, soll heißen schlecht.
Und Russland hat überhaupt keine Gelegenheit, jetzt hier von Odessa aus von Süden mit einer Überraschungsoperation da vorzudringen. Das ist vom Kräfteverhältnis nicht machbar. Dazu hat Russland im Augenblick die Kapazitäten nicht. Das sagt auch Michael Swintschuk vom Militärbloggerportal, dem russischen Ribar. Was aber vorstellbar wäre, ist, dass Russland im Zuge des Ukraine-Krieges versuchen könnte, Odessa und Nikolaev zu erobern, die beiden Provinzen am Schwarzen Meer. Und wenn das gelingen sollte, wäre natürlich der Weg nach Transnistrien frei. Und ich denke, dass dann auch die Hurra-Patrioten dafür wären, diese Operation auch durchzuführen. Aber noch im Augenblick, das ist meine persönliche Meinung, geht das nicht. Also in deinen Augen noch ein sehr weiter Weg, falls es dazu kommen sollte, Christoph. Nun lass uns auch noch mal auf die Lage an der Front in der Ukraine schauen. Denn bei Avdiivka, da haben die Russen nun offenbar ja schon die nächste Verteidigungslinie durchbrochen. Welche Informationen bekommst du? Ja, es scheint so zu sein, dass westlich von Avdiivka die nächste Verteidigungslinie der Ukrainer durchbrochen wurde durch die russischen Streitkräfte. Da geht es um die Ortschaften Toninka, Arlovka, Berditschi, und die sind wohl alle drei an die Russen gefallen, gestern und in der Nacht. Und das wäre natürlich ein weiterer Erfolg. Und jetzt heißt es hier auch von den russischen Militärbloggern, dass das Momentum genutzt werden muss, auf jeden Fall. Und weiter Druck gemacht werden muss, um die Ukrainer weiter nach Westen abzudrängen. Dann kommen da einige Stauseen ziemlich bald, und das soll dann den ukrainischen Kräften helfen, tatsächlich die Front dort zu stabilisieren. Und es ist dann zu befürchten, dass die Russen nach Süden und nach Norden abdrehen werden, um dann dort nächste Angriffswellen im Bereich Donezk zu starten. Christoph, heute schaut ja die Welt auf die Rede der Lage zur Nation von Wladimir Putin. Wie sind deine Erwartungen? Womit können wir tatsächlich rechnen? Ja, auf der einen Seite ist das Wahlkampf, ohne dass Wladimir Putin auch nur den geringsten Konkurrenten hätte bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen am 15. März. Die gehen ja vom 15. bis 17. März über 3 Tage. Aber Wladimir Putin will eben keine Geisterwahlen. Er will, dass die Menschen zu den Urnen gehen, ihre Stimme abgeben. Und da ist natürlich so eine Rede zur Lage der Nation schon nützlich. Da kann er noch einmal das Wahlvolk mobilisieren. Und Wladimir Putin, da kann man noch so viel kritisieren, ist hier in Russland nach wie vor sehr populär. Ich denke, wenn bei diesen Wahlen nicht manipuliert werden würde, also wenn das alles 1:1 fair ablaufen würde, dann könnte Wladimir Putin in meinen Augen, meine persönliche Meinung, so circa mit 65% der Stimmen rechnen. Und der zweite Aspekt natürlich dieser Rede zur Lage der Nation ist die weitere Ukraine-Politik des russischen Präsidenten, wie es weitergeht. Wir werden heute die Stimmung hören von Putin, und dann können wir auch besser einschätzen, wie er weitermachen wird, wie er die Politik ausrichten wird. Und ich denke, dass Wladimir Putin nicht bereit ist, Frieden zu schließen, zumindest im Augenblick, auch wenn da immer wieder andere Signale an die Öffentlichkeit gesendet werden. De facto hat Wladimir Putin momentan an der Front Erfolge, und die wird er versuchen auszubauen. Christoph, vielen Dank schon mal für diesen Ausblick. Wir werden selbstverständlich diese Rede dann auch ab 10 Uhr live übertragen und werden dann auch noch mal intensiv mit dir sprechen. Dankeschön. Könnte heute wieder ein bisschen schwieriger werden, als normal zur Arbeit zu kommen, denn die Streiks der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Personennahverkehr erreichen heute dann ihren vorläufigen Höhepunkt. Besonders betroffen Hamburg und auch Berlin. So müssen sich seit Betriebsbeginn am frühen Morgen die Fahrgäste in der Hauptstadt wieder auf weitreichende Einschränkungen im Bus-, Tram- und U-Bahn-Verkehr einstellen. Erst morgen um 14 Uhr soll der Ausstand enden. Auch in anderen Bundesländern ruft Verdi zu Streiks auf. Nur in Bayern nicht, weil dort der laufende Tarifvertrag noch gültig ist.
Damit in die USA. Donald Trump hat einen juristischen Erfolg erzielt. Das oberste Gericht der Vereinigten Staaten wird sich mit seiner Immunität als Ex-Präsident beschäftigen. Also mit Trumps Anspruch, dank seiner einstigen Präsidentschaft vor Strafverfolgung weitreichend geschützt zu sein. Am 22. April will der Supreme Court darüber verhandeln. Damit ist unklar, wann der Wahlbetrugsprozess gegen ihn und seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 starten kann. Der 77-Jährige, der zurück ins Weiße Haus will, möchte das Verfahren ja hinauszögern. Und gleichzeitig entschied eine Richterin im Bundesstaat Illinois, dass Trump nach seinem Ausschluss von den republikanischen Vorwahlen in Colorado und Maine nur noch bei den Vorwahlen in Illinois nicht antreten darf. Auch hier ist seine Verquickung rund um die Erstürmung ausschlaggebend. Allerdings tritt die Entscheidung erst in Kraft, wenn über die erwartete Berufung entschieden ist. So, und damit schauen wir natürlich auf die aktuellen Entwicklungen in Deutschland und auf die RAF. Die Ermittler sprechen nämlich inzwischen von einem regelrechten Waffenarsenal. Bei der Durchsuchung der Wohnung der festgenommenen RAF-Terroristen Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg wurden Munition, Waffen, eine Granate und weitere gefährliche Gegenstände gefunden. Bei der Bergung mussten sogar Spezialfahrzeuge eingesetzt werden. Ja, außerdem musste dann auch das 7-stöckige Wohnhaus in der Sebastianstraße komplett evakuiert werden aus Sicherheitsgründen. Die inzwischen 65-Jährige befindet sich in Niedersachsen in Untersuchungshaft. Wie dicht die Polizei allerdings an ihren beiden gesuchten Terrorkomplizen der Rote Armee-Fraktion Staub und Garwig ist, das ist weiter unklar. Bisher gibt es keine Angabe zu einer weiteren angeblichen Festnahme. Kriminaltechniker tragen einen Gegenstand heraus, der einer Granate ähnelt. Später wird noch ein zweiter und ein dritter gefährlicher Gegenstand sowie weitere Waffen und Pistolen aus der Wohnung von Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg geholt. Das Wohnhaus ist da bereits komplett evakuiert. Die Anwohner müssen ausharren bei Freunden oder in Wärmebussen bis in die Morgenstunden. Eine Granate wurde aus der Wohnung getragen, die es dann auch an einem anderen Ort unschädlich gemacht worden. Und in den letzten 2 Stunden ist hier ein weiterer Gegenstand mit einem Spezialtransportfahrzeug abtransportiert worden. Hier in Berlin-Kreuzberg lebte die 65-jährige Ex-RAF-Terroristin, die in der Vergangenheit Sprengstoffanschläge geplant und verübt haben soll, viele Jahre unbehelligt. Unter falschem Namen war sie als Claudia Ivone bekannt, grüßte freundlich die Nachbarn, auch Nachhilfe in Mathe soll sie gegeben haben. Sagen kann ich, ich hätte nie erwartet, dass sie Frauenterrorist ist. Sie war immer freundlich, hat sich nett unterhalten, ist sehr viel mit Fahrrad gefahren. Daniela Klette hatte offensichtlich keine Angst, von der Polizei entdeckt zu werden. Doch dabei waren ausgerechnet Journalisten für eine Podcast-Recherche bereits auf der richtigen Spur. Sie haben Fahndungsbilder von ihr in eine Gesichtserkennungssoftware eingespeist. Mit Erfolg. Es gab Übereinstimmungen mit Facebook-Fotos aus dem Capoeira-Verein, in dem Daniela Klette aktiv war. Unerklärlich also für Angehörige von RAF-Opfern, wie die Terroristin über 30 Jahre unter dem Radar der Sicherheitsbehörden leben konnte. Dass jemand so lange unentdeckt bleibt, ist schon merkwürdig. Wir haben ja ohnehin die Situation, da nur einer von 34 Morden aufgeklärt ist, dass noch eine erhebliche Zahl von Personen, die also schwerste Verbrechen begangen haben, in Freiheit unter uns sind. Deshalb kommt die Frage auf, mit welchen Mitteln die Polizei gearbeitet und wieso der Zugriff erst jetzt stattgefunden hat. Das zuständige LKA Niedersachsen feiert sich jedenfalls selbst für die Festnahme von Klette. Natürlich blicke ich mit Genugtuung auf den gestrigen Fahndungserfolg. Ich danke an alle Beteiligten, die seit Jahren mit unermüdlicher Beharrlichkeit nach den Gesuchten fahnden. Ihnen spreche ich meine Anerkennung aus. Ein Hinweis aus der Bevölkerung soll schlussendlich zum Erfolg geführt haben. Die Ermittlungen gehen weiter. Laut der Hannoverschen Allgemeinen gab es am Mittwoch eine weitere Festnahme in Berlin. Nun werde geklärt, ob es sich dabei um einen von Klettes ehemaligen Weggefährten, Burkhard Garwig oder Ernst Volker Staub, handelt. Immer mehr Details, die da also bekannt werden, sprechen wir darüber mit Christian Ballfuß, der für uns auch heute wieder in der Sebastianstraße in Berlin-Kreuzberg ist, also vor dem Wohnhaus von Daniela Klette. Christian, einen schönen guten Morgen. Von einem Waffenarsenal ist da nun also die Rede. Ja. Welche Rückschlüsse können die Ermittler denn daraus ziehen? Ja, das ist durchaus eine erschütternde Erkenntnis, wie ich denke, für die Anwohner hier, zumal die ja das Gebäude dann verlassen mussten, erst in den frühen Morgenstunden wieder zurückkommen konnten, wenn sie nicht bei Freunden oder Verwandten untergekommen sind, aber eben auch für die Ermittler. Das LKA Niedersachsen, das zuständig ist für die Ermittlung, hält sich noch bedeckt, wobei es sich bei diesem technischen Gegenstand, worum es sich da handeln soll, aber ich denke,
es ist durchaus legitim, eine Spekulation anzustellen. Denn was wir wissen ist, dass im Jahr 2016 im niedersächsischen Wolfenbüttel ein Geldtransporter überfallen wurde, der dort die Tageseinnahmen eines Möbelgeschäfts abholen wollte. Vor diesem Geldtransporter stand plötzlich eine Frau mit einer Panzerfaust auf der Schulter. Und von der Seite schossen ihre beiden Begleiter mit Waffen auf dieses Fahrzeug. Diese Frau, das glauben die Ermittler schon seit Jahren, war Daniela Klette. Wenn wir jetzt eins und eins zusammenzählen, eine Granate, ein technischer Gegenstand, der ganz sorgsam mit einem Spezialfahrzeug entfernt und weggebracht werden musste. Da liegt zumindest die Spekulation nahe, dass es sich dabei um diese Panzerfaust handeln könnte, die bei diesem Überfall eingesetzt worden ist. Was wir auf jeden Fall denken können, ist, dass diese Frau eben nicht im Ruhestand war. Es hieß ja so putzig dann immer die RAF-Rentnerin. Wer seine Waffen noch aufbewahrt in einem Gebäude, in seiner Wohnung, hier mitten in der Stadt, der wird sie ja wahrscheinlich auch einsetzen wollen, wenn er sie denn braucht. Weil wenn ich nicht mehr bereit bin, Gewalt anzuwenden, Überfälle zu machen, Waffen zu benutzen, dann habe ich ja gute Gelegenheit, gerade hier in Berlin gibt es genügend Wasser und Flüsse, wo ich es reinwerfen kann, mich dieser Dinge zu entledigen. Christian, wir haben ja gehört, dass Daniela Klette bisher jede Aussage verweigert. Und immer wieder war ja auch die Kronzeugenregelung im Gespräch. Aber gibt es denn irgendwelche Hinweise auf ihre beiden Terrorkomplizen? Denn es hat ja auch gestern wieder geheißen, dass wieder eine Person festgenommen worden ist. Ja, auch da halten sich die Ermittler ja sehr bedeckt. Die Spekulationen liegen nahe, dass das irgendwie jetzt in Fahrt aufnimmt, die Ermittlungen in Richtung von Staub und Garweg, ihren beiden ja langjährigen gewaltbereiten Begleitern. Genaues weiß man da noch nicht. Es wird aber spekuliert, dass die jetzt festgenommene Daniela Klette nicht aussagen wird, weil es eben diesen vermeintlichen Ehrenkodex in der RAF immer gegeben hat, dass man nicht gegenseitig belastet, dass man niemanden ans Messer liefert, dass nicht ausgesagt wird. Wir haben das auch vor Gericht erlebt bei den großen Prozessen der Vergangenheit. Also, ob sie da jetzt eine Quelle für Informationen ist, das halte ich spekulativ für unwahrscheinlich. Allerdings, diese drei werden ja in Verbindung gewesen sein. Und vielleicht findet die Polizei, finden die Ermittler Hinweise auf diese Verbindungswege zwischen den dreien. Und da kommen wir auf die Waffen zurück. Es sieht ja so aus, als sei es eben nicht ausgeschlossen gewesen, dass weitere Überfälle von den dreien hätten stattfinden können. So gesehen wird es auch Kommunikationswege gegeben haben müssen, die noch intakt waren. Christian, du wirst weiter für uns versuchen, Licht in das Dunkel nach der Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette zu bringen. Danke für den Moment nach Kreuzberg. Ja, nun hält also auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eine Arbeitspflicht für Asylbewerber im Einzelfall durchaus für sinnvoll. Dass die Kommunen Asylbewerber, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten können, sei geltendes Recht, so der SPD-Politiker. Aber ein nachhaltiger Arbeitsmarktintegration werde so nicht gelingen, ergänzte Heil weiter. Der neue Landrat des Saale-Orla-Kreises in Thüringen, der CDU-Politiker Christian Hergott, hat als erster eine Arbeitspflicht für Asylbewerber angeordnet. Und wer sich weigert, dem drohen Geldkürzungen von bis zu 180 Euro im Monat. Dorothea Schopelius, noch für uns im Deutschen Bundestag. Dorothea, du wirst im Laufe des Tages wechseln zur Ostministerpräsidentenkonferenz, die heute stattfindet. Erstmal einen schönen guten Morgen. Wir haben ja diese drei Landtagswahlen, die da also anstehen. In allen Umfragen führt die AfD. Und insofern haben wir jetzt auch wieder diese Debatte rund um die Arbeitspflicht für Flüchtlinge, die ja vermutlich zumindest auch für die Wähler ein entscheidendes Thema ist. Ist es das auch für die Ministerpräsidenten? Man kann sich zumindest sicher sein, dass ganz Deutschland in diesen Landtagswahlen auf die Zahlen im Osten blickt. Denn nirgendwo sonst ist die AfD so stark und auch die generellen gesellschaftlichen Strömungen im Osten sind etwas andere. Die Themen, die in diesem Landtagswahlkampf eine Rolle spielen, das sind dann auch genau die Themen, die die Ministerpräsidenten aus dem Osten gerade umtreibt. Das ist Migration und dazu gehört natürlich die Unterbringung von Flüchtlingen, die illegale Migration, aber vielleicht auch eine mögliche Arbeitspflicht. Dazu gehört aber auch die Umstrukturierung, dazu gehört der nötige wirtschaftliche Aufschwung und dazu gehört auch die Landwirtschaft. Und der Landwirtschaftsminister, der gibt heute ein Statement ab und da geht es über die Veränderung zum Tierwohl. Und viele der östlichen Ministerpräsidenten haben sich sehr stark zu den Bauernprotesten geäußert, zur Landwirtschaft. Und auf der Tagesordnung steht auf jeden Fall groß auch das Thema Landwirtschaft. Das wird besprochen werden. Hier geht es um verschiedene Aspekte wie die Anbindehaltung, die ja von Cem Özdemir verboten werden sollen, wo die Bauern auf die Barrikaden gehen, weil sie sagen, dass
dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind mit den anderen europäischen Ländern. Hier geht es natürlich auch wieder um den berüchtigten Agrardiesel. Hier geht es aber auch um die Fleischsteuer, die eingeführt werden soll. Also ähnlich wie das, was es schon beim Kaffee gibt, soll ja von Cem Özdemir jetzt auch beim Fleisch eingeführt werden. Er nennt das Tierwohlcent, andere nennen es Fleischsteuer, egal wie man es nennt. Fakt ist, Fleisch wird teurer. Das alles sind auch Themen, die im Osten eine große Rolle spielen, die bei den Ministerpräsidenten eine große Rolle spielen. Und später im Monat bzw. im nächsten Monat gibt es ja dann sogar auch nochmal ein MPK-Ost-Treffen mit dem Bundeskanzler, wo es dann nochmal expliziter um die Migrationsfrage gehen wird. Also die beherrschenden Themen im Wahlkampf, das sind die beherrschenden Themen der Ministerpräsidenten. Und da bin ich mir sehr sicher, dass das Wort AfD und Umgang mit der AfD und sich Wähler zurückholen eine sehr große Rolle spielen wird und oft vorkommen wird heute. Und sobald ich dann vor Ort bin im Bode-Museum, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden und werde auch mit Rainer Hasselhoff sprechen können. Und dann wissen wir auch schon viel mehr und wissen ganz genau Bescheid, worum es heute gehen wird und was da auf uns zukommt. Danke, Dorothea, für den Moment. Wir kommen ins Ausland. Die Vereinten Nationen, die schlagen nun Alarm wegen einer drohenden Hungersnot im Gazastreifen. Deshalb schließen sie auch eine Versorgung der mehr als 2 Millionen Menschen in diesem Krisengebiet aus der Luft nicht mehr aus. Länder wie Jordanien und auch Frankreich werfen bereits humanitäre Hilfsgüter über dem Gazastreifen ab. Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen ist die Versorgung der Menschen dort sonst kaum noch möglich. Das ganze System stehe kurz vor dem Zusammenbruch. Die Menschen leiden unter katastrophalen Bedingungen. Vor allem der Mangel an sauberem Trinkwasser und die fehlende medizinische Versorgung verschärften die Lage. Tagelang heftige Regenfälle haben in Norditalien Überschwemmungen ausgelöst. Besonders betroffen dabei die Region rund um die Stadt Montebello in der Provinz Vicenza. Ganze Landstriche stehen dort unter Wasser. Dutzende Bewohner mussten vor den Fluten in Sicherheit gebracht werden. Die Helfer mussten dazu auch Hubschrauber einsetzen. Nun mal wieder eine erfreuliche Meldung. Endlich, kaum zu glauben, aber wahr. Oder? Endlich wieder mal ein Erfolg für den Deutschen Fußballbund. In der Nations League der Frauen hat das DFB-Team das entscheidende Spiel um den 3. Platz gewonnen. Die Partie gegen die Niederlande endete mit 2:0. Die Treffer in Herrenwehen erzielte Clara Bühl und Lea Schüller. Die deutschen Fußballerinnen haben sich damit für die Olympischen Spiele qualifiziert, die ja im Sommer in Paris stattfinden. Deutschland war das letzte Mal bei den Frauen bei Olympia 2016 dabei. In Rio gelang damals der erste Olympiasieg und die erste Auflage der Nations League der Frauen gewann zeitgleich zum Deutschlandspiel Spanien mit einem 2:0 gegen Frankreich. Der Frühling steht vor der Tür. Maria, einen schönen guten Morgen. Aber guten Morgen. Mich fast gar nicht zu sagen, ich fand es echt kalt gestern. Aber du musstest kratzen, oder? Nein, musste ich nicht. Ja, ich habe eine Tiefgarage. Aber es war doch gestern ein traumhafter Nachmittag. Absolut. So nicht, aber und so wird es jetzt auch weitergehen. Aber mit höheren Temperaturen, oder? Absolut. Gut. Alles im grünen Bereich sozusagen. Ist ja echt gechillt, ne? Ja, bei dem Wetter. Ja, am letzten Tag des offiziellen meteorologischen Winters wird es milder nun und das auch noch mit Sonnenschein. Guten Morgen. Einer Tiefdruckzone, die von Island bis nach Italien reicht, steht ein kräftiges Hoch über Osteuropa gegenüber. Und wir liegen genau dazwischen, also in einer südlichen bis südwestlichen Höhenströmung. Und mit dieser gelangt sehr milde Luft zu uns, ja. So geht es also auch mit den Temperaturen sogar rund um die Nordsee rauf auf 7 bis 9 Grad. Ansonsten erwarten uns milde 10 bis 14, im äußersten Südosten sogar bis zu 16 Grad heute. Und dazu ziehen im Nordwesten immer mal wieder einige Wolkenfelder durch, die gelegentlich leichten Regen bringen. Weiter östlich und südlich scheint nach anfänglichem Nebel des Öfteren die Sonne. Ja, und so kann sich die Sonnenstundenkarte dann bis auf den Nordwesten durchaus auch sehen lassen. Also je nach Wolken- oder Nebelauflösung kommt die Sonne zwischen 3 bzw. sogar 9 Stunden zum Zug. Nur von Schleswig-Holstein sieht es halt eben deutlich trüber aus. Und bis einschließlich Montag bleibt es so gut wie trocken. Also wenn, dann sind die Regenmengen sehr gering, wirklich kaum erwähnenswert. Oft wechselt sich dazu die Sonne ab mit Wolken oder etwas Nebel. Und dazu bleibt es frühlingshaft mild. Also die Formulierung finde ich echt super. Es bleibt so gut wie trocken. Ja. Wieso? Lässt sich das Hintertürchen offen, die Maira? Nein, das spricht ja dafür, dass wir Sonne haben. Genau. Ja, ich meine, gut, dass es halt eben kaum Regen gibt. Ja. Es kann ja auch trocken bleiben mit dichten Wolken, aber wir wollen jetzt mal nicht kleinlich sein. Genau, deshalb finde ich